Besondere an der Ausbildung bei Wische ist eben, dass wir sämtliche Abteilungen durchlaufen können und der innerbetriebliche Unterricht bei unserem Ausbilder, beim Herrn Sachs. Ja. Außerdem unterstützt uns unsere Firma nach der Ausbildung bei verschiedenen Weiterbildungen zum Betriebswirt zum Beispiel. Wir bilden Fachinformatiker und Informatikkaufleute aus. Die Ausbildung, die dauert 3 Jahre und schließt mit der IHK-Prüfung ab. Die Aussichten im IT-Bereich sind ganz fantastisch. In Deutschland fehlen zurzeit ca. 40.000 IT-Experten. Unsere Ausbildung ist sehr praxisorientiert. Das heißt, unsere Schüler, unsere Auszubildenden erhalten Übungsaufgaben, kleinere Projekte, zum Teil werden auch Projekte mit externen Partnern unternommen. Also die Ausbildung bei der RAPA, gerade beim Physiklaboranten, zeichnet es eigentlich aus, dass der Fachbereich so riesengroß und so ein riesiges Aufgabenspektrum ist, dass man eigentlich keinen Tag das Gleiche machen muss. Man kann jeden Tag was anderes machen, das ist unglaublich spannend. Jeden Tag hat man eine neue Aufgabe, fragt sich, was mache ich am nächsten Tag anderes. Es ist unglaublich spannend und wenn man da ein bisschen reingefunden hat, hört die Begeisterung eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Ja, die Ausbildung bei Lamilux zeichnet aus, denke ich, einmal, dass wir ein ganz gutes Betriebsklima haben. Wir sind alle ein großes Team. Wir haben vielfältige Ausbildungsberufe und wir haben ein ganz besonderes Ausbildungskonzept, nennt sich Education for Excellence, wo wir quasi die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr für 1 Stunde pro Woche für ein ehrenamtliches Engagement freistellen. Das ist also wirklich auch für die Bevölkerung, speziell auch wieder für die jungen Leute, sehr wichtig, dass es so viele unterschiedliche Firmen und Berufsgattungen gibt. Und unsere Schüler, gerade die hier, kommen oft nicht auswärts irgendwo hin, weil die Eltern kein Auto haben. Und da ist es wirklich ganz toll, dass wir haben ja mehrere solche Veranstaltungen, auch im Rosenthal-Theater. Das ist dann mehr für Abiturienten und das hier ist wirklich speziell für die handwerklichen Berufe.